Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ich habe wieder ein bisschen Panik, weil ich muss nämlich gleich rausgehen. Aber ich schaue jetzt erstmal. Oh, das ist alles fertig, oder was? Okay, wir haben 101 von den Brettern. Können wir das alles tragen zusammen? Ich guck mal. Und 31 von den Trichtern, wollte ich gerade sagen, von den Ziegeln. Wie viel brauchen wir denn noch von? Ah, ich hab's ge. Ah, nee, Moment, das sind die Holz. Ah, ja, das war das Holz. Perfekt, perfekt. Dann kann ich beitragen. Oh Gott, nee, ne? Achso, verbleibende Zeit 8 Stunden. Aber ich muss nichts mehr reintun, nehme ich mal an. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Ich würde jetzt mal glatt spontan sagen, dass wir davon. Ah ja, wir können uns damit auch bewegen. Das ist sehr schön. Dass wir davon mal eben ein Foto machen. Ja, ich weiß, eigentlich ist das überflüssig, aber ich wollte mal gucken. Ich sehe übrigens gerade, da hinten leuchtet was. Gucken wir mal nach. Zwei Nachrichten. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Ach so, das ist der von der Stadt. Just keep betting better and better with that ex of yours. Stop by later and I'll teach you how to build an even better one. Wir können eine bessere Axt holen. Oh, zu Ashura müssen wir auf jeden Fall. Und er hat uns noch Geld gegeben für, ich weiß gar nicht wofür, Klimainfrastruktur oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich lese mir das jetzt auch nicht so durch, weil es halt auf Englisch ist. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Achso, die sollten wir vielleicht mal wegtun, weil die natürlich viel wiegen. So, wie ihr seht, ich war auch fleißig. Ich habe hier drumherum das komplette Holz einmal abgehackt. Abgehackt, kann man das so sagen? Lagervoll. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, kann ich da gar nichts mehr reintun? Auch nicht kleinere, sondern. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich sollte tatsächlich nochmal ein neues Lager holen. Oh, jetzt sagt nicht, dass da jetzt auch das Lager voll ist. Wieso habe ich da jetzt 2,85? Wie viele habe ich von denen jetzt gehabt? Hallo? Hilfe. Da kann ich auch nichts mehr nach oben tun, ne? Ja, oh Gott, ich sollte wirklich mal nach einer neuen Kiste gucken. Ui je, Kiste. Kiste, Kiste. Die ist ganz unten. Kann hergestellt werden. Sehr schön. Oh nein, jetzt habe ich nichts mehr, was ich lagern kann, weil ich eine Kiste herstelle. Nein, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Ich mache das jetzt einfach mal hier neben, würde ich sagen. War das jetzt mit H, ne? Nee, mit H war das. Okay, da wollte ich nicht rein. Wo habe ich es denn drin? Mit 5. So war das. Und dann die linke Maustaste. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, tut mir leid. Ich stelle das aber. Na, komm. Komm. So, ich stelle das hier direkt hin. Und dann schauen wir mal. Die Bretter gehen alle raus. Das Zeug geht raus. Die Ziegel. Das Zeug, das ist für die Rauchbomben. Ja, das kann man halt unterwegs. Ich weiß nicht, was mit dem Fleisch ist, ne? Ob das verwittert oder so. Ich würde es gerne kochen, aber was soll ich machen, ne? Es geht halt eben nicht. Zumindest momentan noch nicht. So, das uralte Ding. Ach, das uralte Ding. Genau. Da hatte ich ja schon, ich glaube, es war in der letzten Folge, eine Anspielung gemacht, wo ich nochmal suchen wollte. Und dann habe ich es am Ende doch vergessen. Da wollte ich jetzt. Achso, ich wollte gerade sagen, da wollte ich jetzt nochmal nachgucken, ob es vielleicht da ist. Weil ich hatte ja gesagt, auf der Karte sieht das so aus, dass es vielleicht sein könnte, dass man da in diesen Startbereich nochmal rein muss. Aber ich habe keine Ahnung, ob das denn auch tatsächlich da ist. Ich hatte ja gesagt, hier müssen wir hin. Und ich glaube, dass hier der Startbereich gewesen ist, weil hier halt diese Gina ist. Ach, zu der müssen. Nee, das war ja nur die Quest mit der. Und dieser Roboter ist. Deswegen denke ich, dass das hier der Startbereich ist. Und von der Karte her würde ich sagen, entweder müssen wir tatsächlich hier rüber. Da können wir auch nochmal gucken. Hier habe ich noch was gesehen, dass da eine Verbindung ist. Da könnten wir auch nochmal gucken. Wobei ich nicht glaube, dass wir jetzt hier so rein können. Oder irgendwo da oder hier. Also ich vermute, wenn dann eher hier, müssten theoretisch die Ruinen sein. Ich mache mal hier Wegpunkte. Ja, das geht. Ich weiß aber nicht, ob das die Ruinen sind. Das ist halt mein Problem.
Aber das wäre jetzt von mir noch so das Einzige, was mir jetzt noch beim letzten Mal eingefallen ist. Ich meine, es ist beim letzten Mal gewesen. Es kann auch bei der vorletzten Folge gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da war wieder Kupfer. Ach komm, ja. Nehmen wir nochmal eben mit. Kriegen wir ja sonst auch nicht so viel. So, wenn wir das schon mal zwischendurch sehen. Ach, ich habe aber vergessen zu gucken wegen den Pfeilspitzen. Ich muss mal eben gucken. Ist das? Das dürfte das da oben sein. Da können wir mal kurz als erstes gucken, ob wir da eventuell rüberkommen. Das sieht mir nicht so danach... Oh, Moment. Hier kommen wir aber rein. Oder? Die Frage ist nur, kommen wir dann auch dahin, wo wir hin müssen? So. Hier ist ein Weg. Wobei... Das ist wie so ein Bergsturm. Ah, aber wir sind da in der Nähe. Ah, Moment. Ich wollte jetzt eigentlich von oben. Ach, das ist der Eingangsbereich. Und ich sehe auch schon was leuchten. Ja klar, da sind wir doch als erstes gewesen und sind dann da hinten. Ah, ich bin so doof. Ja klar. Okay, jetzt sind wir hier. Kann man hier irgendwas Spezielles machen? Da geht es runter. Quasi zum Wasser. Aber sonst ist da nichts. Ne? Nichts, was man pflücken kann oder so. Untersuchen. A bowl with rust on the bottom. Rust ist meines Wissens nach Rost, wenn ich mich richtig erinnere. A bowl ist... War das Schale? Ja, das ist ja im Endeffekt so eine Schale, ne? Eine Schale mit Rost unten auf der Erde. The inscription has been worn away by time. Also sinngemäß die Inschrift, würde ich jetzt sagen, ist wohl durch die Zeit abgenutzt worden. Okay, und was haben wir hier? The strange writing says knowledge groans the mind even in times of strife. To enter here you must supply that which grows life. Also knowledge ist Wissen, das weiß ich. Wissen lässt das Gehirn, den Geist. In irgendwelchen Zeiten wachsen, glaube ich. Ja, klar. Grows. Also in irgendwelchen Zeiten lässt Wissen den Geist wachsen, um hier reinzukommen. Muss man das anbieten, was das Leben wachsen lässt. Was das Leben wachsen lässt. Das erinnert mich so an Pflanzen. Also im Prinzip Pflanzen wachsen und gedeihen durch Sonne und Wasser. Wasser, Moment, durch Wasser. Kann man... Moment, ich habe doch eine Gießkanne. Kann man die hier benutzen? Ah! Das erklärt auch den Rost unten. Okay, habt ihr mich jetzt gerade erschrocken? Wo kamt ihr denn jetzt her? Du hast es tatsächlich geschafft. Ich hörte das Rumpeln und kam angerannt. Dieser Ort ist unglaublich. Es muss eine Art Tempel gewesen sein. Kannst du die Schnitzereien an den Wänden tatsächlich lesen? Das ist eine alte menschliche Schrift. Nein, eigentlich nicht. Das macht absolut keinen Sinn. Du bist ein Mensch. Natürlich kannst du deine eigene Sprache lesen. Du spähst voraus, Hekla.
Und ich werde, nee, Hekla und ich werden diesen Raum untersuchen, um zu sehen, was wir lernen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ruinen um das Dorf herum früher einmal waren. Aber angesichts der Tatsache, dass sich die Gebäude in einen zentralen Platz gruppieren, die Fülle an alten Büchern, die ich in Bauwerken unter der Erde gefunden habe, und dass es einen Platz auf der Wiese gibt, an dem es keine Ruinen gibt und der irgendwie wie ein Sportplatz aussieht, würde ich auf eine Art Schule tippen. Ich glaube, das war eine Bestätigung. Es ist allerdings möglich, dass die menschliche Zivilisation nicht so organisiert war wie die unsere. Ich könnte also völlig daneben liegen. Back to my studies. Okay. Scout as far in as you can go. Also ich soll reingehen, ja? Hatte die nicht eben gesagt, ich soll hier bleiben und sie und Hekla heißt die, glaube ich, wollen vorgehen, also wollen erkunden. Was haben wir denn hier? Hallöchen. This chamber was added for your protection. Do not give up your faith. Also man soll seinen Glauben, also das ist für unseren Schutz gemacht worden, man soll seinen Glauben nicht aufgeben. The king shall free us when it is safe. Was, was, was? And our people will roam the land again. Okay. Das heißt, wenn es wieder sicher ist, sollen wir wieder regieren. Aber ist das jetzt ein Rätsel oder soll uns das irgendwie was sagen? Oh. Oder soll ich jetzt einfach. Nee, zurück zu Gina. Ja, okay, steht ja auch da. Ich wollte gerade sagen, oder soll ich jetzt einfach wieder zurückgehen? Aber in dem Fall war es tatsächlich so, ich soll wieder zurückgehen. Hier kann ich nichts machen. Oder doch, das kann ich auch untersuchen. The inscription on the base says, Dear Phoenix. Ah, Phoenix ist immer gut. Protect this place and its people. Okay. Der Phoenix soll über uns wachen. Let your waves wash away your, was auch immer er wegwaschen soll, kann man nicht lesen anscheinend. The final word is so, is too faded to read, ja. Das ist dann der Phönix, nehme ich mal an, der da oben drauf ist. Okay. Hier scheint es ja echt um eine tiefgreifende Story zu gehen. Oh, da bist du ja. Sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte die ganze Sache nur geträumt. Gestern haben Hekla und ich uns die Ruinen genauer angesehen. Wir versuchten herauszufinden, was los ist, warum die Menschen plötzlich zurück sind. Außerdem habe ich ein Stück von einer Statue gefunden, das so aussah, als wäre es vom Phönix abgefallen. Also, naja, habe ich es zurückgebracht. Und da fing es an zu leuchten. Genau in diesem Moment, als du vom Himmel gefallen bist. Es liegt nahe, dass diese beiden Ereignisse miteinander verknüpft sind. Ich würde meine Theorie gerne auf die Probe stellen. Das heißt, dass du dir den Schrein näher ansehen musst. Aber nur, wenn du dich, wenn du das möchtest. Ja, ich habe da schon was gefunden. Was ist das? Ja, eine riesige Klippe auch, aber einige große Ruinen. Eine Ruine? Faszinierend. Vielleicht war dies ein Tempel. Ich würde nicht versuchen, dieses Gebiet ohne einen Gleiter zu navigieren. Du musst mit Nayuma sprechen, damit er dir eine Bauung, eine bauen kann. Okay. Ist noch die Klosbeta. Normalerweise hält sie sich in der Bahari-Bucht auf. Das bringt mich nicht weiter. Ich weiß ja nicht, welche von den beiden Ortschaften das ist. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass es das hier drin nicht ist. Haben wir hier eigentlich eine Karte? Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay. Also, ich denke mal, wir müssen jetzt zurück ins Dorf. Oder, wenn sie sagt, in der Bucht. Obwohl, in der Bucht kann auch einfach nur irgendwo im Dorf sein. Also in einem Bereich vom Dorf sein. Hier haben wir, glaube ich, wieder eine Karte, ne? Bahari-Bucht. Bahari-Bucht. Ist scheinbar nicht hier. Was ich ein bisschen blöd finde, ich hätte es gerne gehabt, dass man hier. Ach so, da ist aber auch Questziel. Okay. Dann hat sich das erledigt, dann müssen wir tatsächlich dahin. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne da draufklicken und anzeigen lassen können, wer gerade da ist und wo derjenige rumläuft und so.
Damit man das im Vorfeld schon mal weiß, ob der jetzt hier auf der Karte ist oder woanders, ob der gerade am Schlafen ist, dann braucht man nicht die ganze Strecke extra dahin zu laufen. Aber gut, es steht zumindest schon mal drin, dass das der Zielort ist. Okay, das war nur so ein Aussichtspunkt. So. Es gibt aber auch keine Möglichkeit, hier den Chat einfach mal zu muten oder sowas, ne? Weil das ist ziemlich nervig, wenn das immer wieder angeht. So, Moment, da ist das Haus. Da, genau, da geht man dran vorbei. Und dann rechts und dann nach links. Schauen wir mal. Tut mir leid, wenn ich jetzt diese ganzen langen Strecken immer drin lassen muss, in Anführungszeichen. Klar, ich könnte das jetzt natürlich auch rausschneiden, dann wäre das ein bisschen dynamischer, in Anführungszeichen, zusammen. Moment, laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Nee, natürlich nicht. Aber was ist denn hier eigentlich? Maze Hollow? Das sieht nett aus, das müssen wir auch mal erkunden. Das war das Falsche. Auf dem Weg nehmen wir natürlich noch mal ein bisschen Kupfer mit. So. Weil, wie gesagt, wir haben bei uns ja keinen. Oh, sehr geil. Das können wir auch noch mitnehmen. Keinen vor allen Dingen. Jetzt fange ich auch schon so an mit der Sprache. Die Roller ein bisschen runter machen, damit ich hier überhaupt noch was sehen kann. Weil natürlich jetzt gerade, während ich die Aufnahme gestartet habe, beziehungsweise ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, kommt das erste Mal seit langer Zeit heute die Sonne wieder raus. Wie das dann immer so ist. Und dann sieht man irgendwann nichts mehr. Kann man hier aus dem Wasser eigentlich? Nee, die kann man nicht mitnehmen, ne? Ich gucke ja mal, welche Pflanzen man hier noch ernten kann und alles. Ah ja, hier ist der Durchgang gewesen, genau. So. Mal schauen. Das ist da in der Richtung. Also ich bin ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich immer noch total gehypt bin von dem Spiel, zumindest jetzt wieder, jetzt wo ich, wieso haben wir jetzt zwei? Ach so, das ist das andere. Ja, ja, klar. Das ist natürlich das andere Questziel. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte gerne eine Minimap da oben. Wen muss ich hier stalken und tagelang nerven? Ach, da hinten. Um eine Minimap für dieses Spiel zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal geplant ist, irgendwelche Add-ons oder sowas reinzumachen. Das wäre natürlich auch ganz cool. Hallöchen. Oh, hi. Ich bin Najuma. Ich arbeite mit meinem Vater in den Minen. Zumindest habe ich das früher getan, bevor er sagte, es sei zu gefährlich. Nicht, dass ich mich bei einem völlig Fremden beschweren wollte. Tut mir leid. Es ist schön, dich kennenzulernen. Hm, genau, einfach nichts sagen. Nein, schön, sie kennenzulernen. Heißt das jetzt so viel wie... Er soll mir sagen, schön sie kennenzulernen? Oder heißt das so viel wie, es ist auch schön, dich kennenzulernen? Oh Gott, nimm bitte dieses sie raus. Das ist ganz schrecklich. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Warte, das habe ich gerade gesagt. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Kannst du mir ein Segelflugzeug bauen? Oh, da kann ich dir helfen. Ich habe mich in letzter Zeit mit der Fehlersuche in meinem Segelflugzeug beschäftigt und brauche eine Reihe von Test-Sub, was auch immer Test-Sub sind. Freiwillige, die mir bei der Aerodynamik und so helfen. Ah, danke für die Erklärung. Ich würde es ja selbst machen, aber mein Vater ist in letzter Zeit sehr überfürsorglich. Er lässt mich nicht in die Minen. Er lässt mich nicht von den Klippen springen. Igitt. Wenn du Interesse hast, kann ich auch einen für dich machen. Bring mir einfach diese Sachen. Und welche? Alle nehmen an, dass Auni und ich beste Freunde sind, weil wir die einzigen Kinder in der Stadt sind. Aber so ist es wirklich nicht. Moment, Auni ist der mit dem riesen Rucksack, oder? Weil das ist auch noch ein Kind, soweit ich weiß. Auni redet für meinen Geschmack zu viel. Ich weiß nicht, er ist ja ganz okay, aber wir haben einfach nicht viel miteinander zu tun. Okay. Ah, okay, da. Also, Splint, Holz, Brett... Stoff. Wo soll ich einen Stoff herkriegen?
Und Leder. Ja, Leder ist jetzt natürlich so eine Sache. Kann man sich die Sachen hier... Wie ein Vogel, das ist das, ne? Ne, hier kriegt man keinen Hinweis da drauf. Leder muss ich aber wahrscheinlich herstellen, denke ich mal, oder? Also fünf Geschenke im Dorf verteilen. Da weiß ich auch noch nicht so genau, was ich da jetzt überhaupt für Geschenke machen soll. Was war das hier? Führe... Hab 500 Gramm. 500 Gramm wovon? Oh! Tyrant of Limited Backspace. Zekis. Also das ist er. Got just the thing you need. Make enough money. Achso, 500 Gold. Achso. To buy a backpack expansion. By dropping items in your shipping. Ach so. Or selling to the... Ah. Also wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, kann man sich einen Zusatz kaufen bei ihm, dass wenn man zu viel eingesammelt hat, ich weiß nicht, ob das automatisch geht oder wie das dann gehen soll, dass das dann, ich vermute mal, bei uns in die Kiste kommt. Und dann kann man das wohl innerhalb der nächsten Viertelstunde oder sowas abholen. Ansonsten werden die Sachen halt verkauft, nehme ich mal an. Ach so, genau. Ernten muss ich auch noch. Ja, allerdings, wo ich... Ich wollte gerade sagen, was war das denn? Wo ich jetzt genau das Leder herkriege, das weiß ich noch nicht so genau. Hier ist sonst auch keiner mehr. Tamala. Ich gehe erstmal wieder dahin zurück, würde ich sagen. Was mich auch mal interessieren würde. Ach, guck mal. Knoblauch. Okay. Was ist denn da unten? Da unten ist auch noch was. Ja, cool. Knoblauch habe ich, glaube ich, noch gar nicht bekommen. Ne? Was ist das denn? Hä? Die spawnen die nach einer Zeit, wenn die nicht abgeholt werden? Das macht dann nämlich gerade so den Eindruck. Moment, wo muss ich jetzt... links von mir. Doch, meine ich doch. Ja, was war das denn gerade? Es ist direkt vor meiner Nase. Ich habe es ja auch nicht aufheben können, ne? Es ist direkt vor meiner Nase despawned irgendwie. Kann natürlich auch einfach nur sein, dass das jetzt wieder ein Bug ist im Spiel. Wäre jetzt ein blöder Bug, weil man die Sachen dann unter Umständen nicht mehr kriegt, wenn man nicht schnell genug ist. Aber gut, es ist nachvollziehbar. Ne? Wir sind, wie gesagt, immer noch in der Close Beta. Und da können halt nun mal Dinge passieren, die normalerweise nicht passieren sollten. Wäre das Spiel jetzt schon eine Weile draußen, klar, würde ich jetzt sagen, hallo, das sollte aber nicht so sein. Aber Close Beta ist halt Close Beta. Da muss man mal zwei Augen zudrücken. Aua. So. Brett kann ich mitnehmen. Ja, jetzt ist die Frage, Stoff kann ich noch nicht herstellen. Investigate the shrine where you were found. Was hat... Ach so, genau, ich musste da dieses eine für machen. Okay. Finish building your house. Gut, das ist okay. Das können wir jetzt im Moment auch nicht weitermachen. Bereit zum Abschließen. Ach ja! Genau. Zurück zu Rev. Das ist die Karte, ne? Rev. Das ist die Frage, wo ist der? Hassan, Seki... Das ist es auch nicht. Da habe ich jetzt übrigens gesehen, wichtiger Dialog. Also da müssen wir mal mit sprechen. Wo ist Rev? Da, Moment. Versteckt sich da drunter. So. Geh mir jetzt bloß nicht schlafen, mein Freund. Ich will hier wenigstens etwas weitermachen können. Ja, ist ja gut. Ich will euch doch gar nichts Böses. Ich will doch eigentlich nur zu dem Typen hin. Komm. Das
Problem ist, dass wir jetzt 7 Uhr abends haben in dem Spiel. Ich habe gerade festgestellt, dass oben rechts eine Uhrzeit angezeigt wird. Habe ich bestimmt schon mal öfter gesehen, aber irgendwie nicht so richtig registriert, habe ich so das Gefühl. Und ja, ich halt nicht weiß, wann die Leute jetzt hier schlafen gehen. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Der dürfte aber irgendwo dahinter sein, nicht hier drin, ne? Wo rechts? 78, ist sie hier drin? Mal gucken. Im Haus daneben sollte der theoretisch sein. Wenn er denn im Haus ist. Ah ja, okay. Da ist er. Good to see you again. Hast du mir etwas Spannendes zu erzählen? Ich habe ein paar Pilze gegrillt. Gute Arbeit. Mit ein bisschen mehr Übung wirst du schon bald deine eigenen Suppen zubereiten können. Aber hey, ich hätte nichts dagegen, wenn du immer wieder bei mir vorbeischaust. Hier, irgendwas mit Gemüsesuppe konnte ich gerade noch lesen. Hier ist sogar eine kostenlose Probe. Das geht aufs Haus. Okay. Nur so zwischen uns beiden. Die beste Tageszeit ist der Abend. Denn nur dann kann ich für mich sein und entspannen. Gotta go. Cooking emergency. Kochnotfall, ist klar. Warum ist eigentlich ein Koch hier beim Schneider drin? Oder er besucht irgendwie gerade seine Schwester oder sowas. Das kann natürlich auch sein. So, dann haben wir... Das war die falsche Taste, aber egal. Ziele war J, genau, das war's. Also, das 1x1 der Jagd kann ich auch abschließen. Oder? Bereit zum Abschließen steht hier. Weil ein Cernuk habe ich doch auch. Ich habe doch beides gemacht, weil bei einem ist jetzt... Achso, führe eins der folgenden. Ah, okay. Hassein, wo ist der? Der war doch irgendwo hier eben, oder? Ich meine, den habe ich... Ach, da ist er. Lauf mir nicht weg und geh bloß nicht ins Bett. Sonst werde ich ganz, ganz böse hier. Wo ist der denn? Ah, ich werde wahnsinnig. Der rennt doch vor mir weg. Das sehe ich doch. Da hinten. Der ist schon wieder auf dem Nachhauseweg. Bleib stehen. Ich habe noch eine wichtige Aufgabe. Warum bist du wieder hier? Hast du gedacht, ich lobe dich, weil du deine Arbeit gut gemacht hast? Es ist die Pflicht eines jeden Palanias, das Gleichgewicht der Natur zu wahren. Im Interesse der Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts bin ich verpflichtet, ihnen dies zu geben. Chapas sind keine natürlich vorkommende Art in dieser Gegend. Sie bilden eine Überpopulation und zerstören die Flora und Fauna. Es ist nur recht und billig, dass ihr Menschen euch helfen lasst, bevor auch ihr zu verwildern beginnt. Sie können mich jetzt in Ruhe lassen. Ich bin sicher, dass jeder weitere Kontakt über die Post abgewickelt werden kann. Abende sind wunderschön, aber zu dieser Zeit jagen auch viele Raubtiere. An deiner Stelle wäre ich da vorsichtig. Ich weiß nicht warum, aber der erinnert mich irgendwie an den aktuellen Avatar-Film. Nur, dass er eine andere Farbe hat. Ich weiß nicht, vielleicht war das jetzt übertrieben, keine Ahnung, aber irgendwie... Ja, achso, ich muss das nochmal eben... ja, da oben. Das heißt, einmal da durch und dann rechts halten. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir das zumindest heute auch nochmal eben machen können. Es kann natürlich sein, dass das jetzt länger dauert. Und die Karotten und so weiter immer, also Karotten und, was waren das, Zwiebeln, immer noch nicht erntereif sind. Das wäre natürlich doof. Wieso habe ich jetzt links einen Pfeil und rechts einen Pfeil? Questziel. Ach, dann sind wir da hinten gewesen. Ach so, okay. Ja gut, aber ich kann das wie ein Vogel halt noch nicht machen. Wenn ich nicht fliegen kann, das aber quasi eine Voraussetzung ist, um das zu machen, dann ist das natürlich doof. Nee, das war jetzt das Falsche. Wir müssen, glaube ich, eins weiter rein. Irgendwas habe ich doch gerade gehört. Bin ich da jetzt wirklich? Nee, das war doch das Richtige. Hä?
jetzt schief geguckt oder was? Ich dachte, das wäre so ein Aussichtspunkt und kein Durchgang. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie gerade komisch geguckt oder so. Keine Ahnung. Ja, ach so, genau, das war das. Ich war gerade am Überlegen, was muss ich jetzt eigentlich machen? Die brauchen alle schon wieder... Wieso will ich immer Q drücken? Ich bin wieder im falschen Spiel. Die brauchen alle schon wieder Wasser, so wie es aussieht. Also müssen die mindestens 4 Tage gewässert werden. So... Noch ein bisschen. Okay, dann hoffe ich aber trotzdem mal, dass wenn die Nacht vorbei ist, wir dann auch endlich ernten können. Gut, dann können wir es leider nicht mehr in dieser Folge machen. Aber gut, das wusste ich natürlich jetzt im Vorfeld nicht. Das mit den Geschenken, das lasse ich erstmal so ein bisschen, weil ich weiß nicht, was ich denen schenken soll. Ehrlich gesagt. Das war ich jetzt. Ja, das war ich jetzt übrigens gerade, weil ich habe irgendwie einen ganz kleinen Fleck bei mir auf der Tastatur von der Maus hängen. Den ich gerade versucht habe abzumachen, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Kupfer, können wir das wenigstens noch dazu machen? Ja, doch, das können wir noch ein bisschen auffüllen. Also, ich denke, es kommt auf die Plätze an. Nee, es kommt anscheinend doch auf das Gewicht an, so wie es aussieht. Zumindest sieht das hier unten so aus. Knoblauch habe ich. Die habe ich ja auch hier drin. Ja, ja, da ist jetzt eins mehr. Die Gemüsesuppe werde ich mir mal aufsparen. Und die Bergmorchel, die könnten wir... Was ist das hier? Gegrilltes Fleisch. Ach nee. Ja, toll. Das kann ich aber auch noch mal eben dazu tun. Und das sind gewöhnliche Steine noch. Achso, das eine ist von der Quest, genau. Da gucken wir jetzt hier nochmal. Das ist aber auch noch nicht so hundertprozentig voll. Tun wir jetzt einfach mal die Steine jetzt hier rein. Hätte ich dann wahrscheinlich auch bei dem anderen machen können. Aber egal. So, Knoblauch. Kann man wahrscheinlich auch so essen, ne? Wegen dem Fall nach oben. Aber muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal schnell... Ach so. Ach, man muss 3 haben. Deswegen auch dieses Bild. Okay, ich hab's verstanden. Man muss 3 haben. Aber dann ist auch klar, warum das auf einmal so viele Punkte gibt. Naja gut, so viele haben wir jetzt noch nicht. Und ich glaube, hier respawnt auch nichts. Ne? Also wie ihr sehen könnt, wenn man mal so dazwischen guckt, ich habe die ganzen Büsche und so und diese kleinen Bäumchen, habe ich alle offline weggemacht. Vor dieser Folge und habe ja, eigentlich nur noch Stein jetzt hier übrig und halt die großen Sachen. Ach, die Verbesserung. Die Verbesserung, da sind wir jetzt nicht hingegangen. Abgeschlossen? Ja, die Abgeschlossenen interessieren mich ja nicht. Aber irgendeiner hatte doch gesagt, alles Gute zum Einzug, das sind die Geschenke. Das ist klar. Wer hatte mir jetzt gesagt, dass er mir die Axt verbessern kann? Ich glaube, ich muss meine Aufnahme echt nochmal angucken. Ich sollte mir in dem Moment immer die Namen aufschreiben. Ah, das ist doch doof. Das ist wirklich doof. Und ich kann die jetzt auch nicht mehr sehen, weil ich die jetzt schon... Oder kann ich archivierte? Nee, archivierte. Ah, doch. Dann war das doch Ashura. Moment. Ashura. Axt. So. Und war da nicht noch was bei, was verbessert werden konnte? Das ist der mit dem Klima. Little rebate on the price of your first receipt. Ach, das war der von der Steinschmelze. Ja, ja. Ashura, das ist alles das gleiche. Okay. Ja, also ich denke, dass das jetzt nur Ashura gewesen ist mit der Axt. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal nochmal einen kleinen Cut machen.
Auf jeden Fall haben wir den großen Teil, wo ich echt am Überlegen war, wie das geht, schon mal hinter uns mit der Höhle, die überhaupt zu finden. Wobei das jetzt Zufall war, weil ich eigentlich da kurz gucken wollte und dann auf der anderen Seite gucken wollte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von der Seite auch reingekommen wäre. Keine Ahnung. Als nächstes hoffe ich, dass wir dann erstmal ernten können. Ich glaube, das können wir sogar schon. Oder? Sieht so komisch aus. Nee, doch nicht. Okay, als nächstes hoffe ich, dass wir dann erstmal ernten können beim nächsten Mal. Und ich würde gern die Axt auf jeden Fall verbessern, wenn ich daran denke. Und sonst habe ich jetzt, glaube ich, gerade nichts im Kopf, was wir da noch machen müssen. Also, ich würde gerne wissen, wo wir jetzt Leder und so herkriegen. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie wir das rausfinden. Aber irgendwie hoffe ich, werde ich das noch rausfinden. Ich sage erstmal, bis zur nächsten Folge. Zumindest ein, zwei Ziele haben wir ja fürs Erste noch. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.